Ich darf euch meine bevorzugte Wanderung, meinen Lieblingsplatz vorstellen. Das ist der Brand, das ist gerade der Gipfel hinterm Haus oben. Das Wunderschöne an dieser Wanderung ist, dass wir hier vor der Haustür starten können. Zuerst die Felder durchwandern, dann durch die Bergmäler durchgehen, schlussendlich durch den Zirbenwald, vorher durch den Fichtenwald und weiter oben kommt dann die Alpenrosenregion, die Latschen und schlussendlich auch oberhalb der Waldgrenze auf den kleinen Vorgipfel vom Brand kommen. Von dort gibt es die Variante, dass man über den Grat weitergeht bis zur Madebene. Auf der Madebene sind wir dann schon fast auf 2,5, also knappe 1000 Höhenmeter zu gehen. Die Madebene ist ein besonderer Platz, so wie sie der Name verratet. Das kommt vom Mad und von eben, also es ist eine flache Hochebene, die noch zu meines Vaters Zeiten gemäht wurde, so alle 2 Jahre. Und von dort einen wunderschönen Panoramablick durch das Indastal hat, durch das ganze Ötztal. Und dann von dort absteigen kann in das Krastal und dann wieder zurück nach Niedertal. Eine Wanderung, die wirklich nicht zu schwierig ist, auch nicht zu lang, aber mit diesen wunderschönen unterschiedlichen Punkten. Und das Besondere an der Wanderung ist natürlich, dass das ein ganz heißer Tipp auch im Winter ist, mit den Skitouren oder auch mit den Schneeschuhen. Vor allen Dingen, weil es nicht zu weit ist und weil es meist lawinensicher ist und durch die Nordostlage bei der Abfahrt der Pulverschnee garantiert ist. Also das ist ein Segen und ein Glück, sowas vor der Haustür zu haben, nützen wir selber sehr, sehr oft. Ich glaube, es gibt Winter, wo ich 30, 40 Mal mit Skiern oben bin auf dem Brand. Mein Lieblingstipp, eine Idee, die ich Ihnen mitgeben möchte, ein bisschen auf die andere Talseite. Wir nehmen es ein bisschen gemütlicher. Es gibt die Möglichkeit mit dem Bike oder auch zu Fuß auf die Stabeler Alm. Ein benachbartes Bergdorf von uns, da startet die Wanderung. Es sind knapp 600 Höhenmeter. Und warum die Stabeler Alm? Weil man, wenn man schon zur Alm fährt oder hinläuft, einem die ersten Gerüche entgegenfliegen. Nach dem Schwitzen hat man einen Hunger, ist man durstig und da niederhocken und die Wirtin kommt, die Sennerin, die selber eine ausgebildete Kochlehre hat, serviert einem ihre Graukässuppe, da hupft das Herz einfach. Da muss man einfach den Löffel schnappen und die niederlöffeln. Den Dessert natürlich nicht auslassen, an frischen selbstgemachten Moosbeerkuchen im Herbst. Das sind schon wirkliche Highlights. Frischer und regionaler und schöner kenne ich keinen Platz wie diese kleine Alm, die ich Ihnen hiermit ans Herz lege. Fängt man schon an zu speicheln, wenn man an einen Moosbeerkuchen denkt. Ja, genau. Einmal im Jahr ist das Pflicht, mindestens einmal im Jahr im Herbst dort hochradeln und den Moosbeerkuchen essen.